Herzlich willkommen zum Sommergespräch. Heike Eder, Bundesrätin für die Vorarlberger Volkspartei in Wien. Vielen Dank, danke für die Einladung. Heike, ich habe auf deinem Instagram-Feed nachgeschaut und auf deinem Facebook-Feed. Da ist ein Posting drin vom 16. Juli, dankbar, stolz und müde. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, wahrscheinlich so einiges. Es ist die Frage, wie viel Zeit wir haben. Aber ich fange einfach mal an. Klar, meine erste Zeit als Bundesrätin sind jetzt doch so knapp 7 Monate. Ich habe ja auf meiner Homepage auch etwas rekapituliert, wie so die letzten 7 Monate einfach durchgegangen. Das war mein Resümee, genau, dankbar. Natürlich auch sehr dankbar, dass ich Teil dieser Gesetzgebungsperiode sein darf. Ich war so sehr arbeitsintensiv, sehr anstrengend natürlich, aber auch unglaubliche Bereicherung und unglaublich spannende Zeit zum Mitarbeiten und Teil da sein zu dürfen. Wenn man mir wahrscheinlich vor 8 Monaten, wo ich mich entschieden habe, das Mandat als Bundesrätin zu machen, habe ich wahrscheinlich eines überhaupt nicht gehabt, nämlich eine Ahnung, was da auf mich zukommt in den letzten Monaten. Aber so ist es wahrscheinlich vielen Vorarlbergern und Vorarlbergerinnen gegangen. Und wie gesagt, aber trotzdem bin ich froh, dass ich das Mandat angenommen habe. Ich habe ja diese 2 Jobs im Prinzip komplett neu angenommen, zeitgleich fast, nämlich der Job als Mama, aber auch der Job als Bundesrätin. Das war auch immer natürlich eine große Herausforderung, die 2 Bereiche zu kombinieren und dass das gut klappt. Und in Summe, genau, bin ich sehr dankbar, dass ich den Job auch angenommen habe und das Mandat als Bundesrätin gemacht habe. Soweit jetzt. Und das war so eben das erste halbe Jahr im Prinzip. Und auch natürlich zusammen mit der Funktion als Mama. Das habe ich immer gemeinsam dann irgendwie versucht zu meistern. Und da bin ich wirklich stolz auf mich und natürlich meine Familie, dass wir das so gut kombinieren haben können und dass das so gut geklappt hat. Wenn man sich jetzt anschaut, du hast es gesagt, vor 8 Monaten hast du dich dazu entschieden, das anzunehmen. Mhm. Ich habe es gestern auch mit den Bundesräten Christine Schwarzfuchs und dem Nationalrat Norbert Zieber besprochen. Hat am Silvesterabend natürlich keiner damit gerechnet, beim Anstoßen auf ein gutes neues Jahr, was da auf uns zukommt. Ja. Wie ist es denn da für dich jetzt gewesen? Ich meine, teilweise hat man sogar diskutiert, ich kann mich erinnern, Jahre zuvor, ob man den Bundesrat abschaffen sollte. Mittlerweile hat man das Gefühl, es ist eines der wichtigen Gremien in diesem Land, auch was jetzt die Gesetzgebung, die Beschlussfassung angeht. Ist es eher ein too much gewesen jetzt? Oder du sagst, du hast natürlich jetzt viel Erfahrung mitgenommen, oder sagst du, okay, nein, war eigentlich jetzt rein für die Arbeitsweise und zum Reinkommen auch, unter Anführungsstrichen, der perfekte Moment zum wirklich Vollgas durchstarten? Genau so, also eher Zweiteres würde ich sagen. Für mich bin ich ja doch auch, was die politische Arbeit anbelangt, nicht unglaublich erfahren und bin da eher ja, sehr unerfahren natürlich. Und für mich war das, was das jetzt anbelangt, so gravierend und einschnittig und natürlich negativ die ganze Sache für Menschen und Wirtschaft war. Aber für mich persönlich als zum Lernen war es eigentlich sehr perfekt, die Corona-Krise. Es war sehr intensiv natürlich. Es waren sehr viele Sondersitzungen. Es hat in der 100-jährigen Bundesratsgeschichte noch nie so viele Sitzungen gegeben wie jetzt. Aber es war für mich persönlich war es sehr lehrreich natürlich. Man bleibt immer im Prinzip im Geschehen. Man baut ein unglaublich gutes Netzwerk auf, weil man natürlich versucht, ganz viele mit verschiedenen Kontakt- und Ansprechpartnern natürlich aus dem Ministerium, aber auch direkt an der Front mit den Ministern natürlich zu besprechen. Und das war eine super Gelegenheit. Einfach, man wird ins kalte Wasser geworfen, aber ich glaube, wenn man da lernt zum Schwimmen, dann kann man in vielen anderen Bereichen noch auch schwimmen. Und ich glaube, das war schon eine ganz gute Gelegenheit einfach für mich. Gleich viele Menschen kennenlernen und gleich im Prinzip zu den Themen natürlich, was Corona anbelangt, weil das war das vorherrschende Thema einfach in den letzten Monaten, einfach gleich mitzuarbeiten. Das war schon sehr wertvoll, glaube ich, ja. Du kommt natürlich nicht drum herum, bei dir den Vergleich zum Spitzensport zu ziehen. Du bist eine Sportlerin, du bist eine Kämpferin, du bist es auch gewohnt, dich durchzukämpfen. Ist es trotzdem fein, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kannst du aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, wo holt man sich denn die Erfahrung? Ruft man dann zum Beispiel mal beim Edgar Meyer an und sagt, du Edgar, wie läuft das ab? Oder sagt man einfach, nein, ich probiere es und Trial and Error, wenn es halt schief geht, dann ist es halt einmal so. Oder wie geht man das an? Sowohl als auch. Also natürlich war es unglaublich wichtig einfach, wir natürlich auf unsere alten, erfahrenen Bundesratshasen zurückgreifen dürfen, sowohl Christine als auch ich, weil Christine ist ja auch
relativ unerfahren, was die Funktion als Bundesrätin anbelangt. Und da sind wir ja beide, stärken wir uns da einfach auch gegenseitig und geben uns so viele Informationen wie möglich weiter. Also wir haben da ganz einen engen Draht, aber natürlich auch zu den ehemaligen Bundesräten. Der Magnus ist uns da auch eine große Stütze natürlich. Also da wissen wir, den können wir jederzeit anrufen und kann uns viele Informationen sagen. Mit dem Edgar habe ich mich auch schon getroffen öfters und besprochen, einfach wie gewisse Dinge funktionieren. Der hat mir ganz vieles auch schon erklärt oder hat gewisse Kontakte. Das ist schon unglaublich wertvoll einfach auch. Und das andere ist natürlich, gewisse Erfahrungen muss man, glaube ich, einfach auch selber machen und selber Fehler machen. Das gehört auch dazu. Und das mache ich auch. Wenn du uns einen Einblick geben kannst, das erste Mal am Rednerpult im Bundesrat, was war das für ein Gefühl? Ganz gut, muss ich sagen. Ich war nervös. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich nicht nervös bin und war das auch sehr lange nicht. Allerdings war es so, dass ich kurz davor ziemlich in Zeitnot geraten bin, weil mein Sohn parallel da kurz davor Hunger gehabt hat. Und ich dann noch kurz gestillt habe, das aber unterbrechen haben müssen. Und dann bin ich schnell im Plenarsaal, weil ich gesehen habe, dass ich jetzt gleich an der Reihe bin. Und habe gar nicht mehr wahnsinnig viel Zeit gehabt, mich gedanklich darauf zum einstimmen, sondern direkt an Rednerpult. Und dann bin ich kurzzeitig schon sehr nervös geworden, muss ich sagen. Aber das hat sich dann im Laufe der Rede, wenn man dann so im Fluss ist, hat sich das relativ schnell gelegt. Aber es war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Aber auch da braucht es einfach gewisse Routine. Man muss da reinkommen und es wird, glaube ich, immer besser, ja. Du gibst auf deiner Website, wir haben uns die ein bisschen angeschaut natürlich, du gibst auch sehr, sehr private Einblicke, auch emotional Einblicke, wie es dir geht, was für Gefühle du auch hast, wenn jetzt der Kleine mal zu Hause ist in Vorarlberg und du alleine nach Wien. Das ist ja, sage ich mal, nicht typisch für einen Politiker. Wie wichtig ist dir das denn, dass da auch die Leute an solchen Dingen teilhaben dürfen? Ja, das ist mir schon wichtig. Ich habe einfach, ich merke das so und ich bin jetzt auch unter vielen Mamas und Neo-Mamas, die regelmäßig trifft und so in der Community auch. Ich merke da schon, dass ich sehr viel Interesse einfach besteht. So wie kann man Job und Familie einfach vereinen oder vereinbaren? Wie kann das funktionieren? Und deswegen versuche ich auch bewusst den Weg zu gehen, auch wenn es immer ein schmaler Grat ist, einfach auch, dass man nicht zu viel Preis gibt. Das macht einen natürlich auch angreifbar. Wir haben den Weg schon bewusst gewählt, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es sehr großes Interesse besteht. Ich werde sehr oft danach gefragt, ja, wie funktioniert denn das und hast du nicht ein schlechtes Gewissen? Und klar habe ich das auch. Ich bin auch eine Mama mit Leib und Seele und liebe meinen Sohn, aber ich arbeite auch sehr gerne, es macht mir auch Spaß. Und ich glaube, es muss auch funktionieren, dass man beide Welten vereinbaren kann, dass man beides machen kann. Und ich möchte vielleicht, kann ich der einen oder anderen auch da einen Weg aufzeigen, wie es funktioniert. Aber ich möchte auch ganz ehrlich und transparent sein, einfach, dass ich natürlich auch all diese Gefühle habe, wie jede andere Mama auch. Kommen wir zum Ende vielleicht noch zu der Frage, wie schaut der Sommer bei Heike Eder aus? Was steht auf dem Programm? Bleibt man im Ländle, fahrt man in Österreich fort, geht man vielleicht sogar über die Landesgrenze raus? Was ist der Plan? Nein, also ich bleibe definitiv im Ländle. Wir haben es so schön, wir haben Berge und Seen und jetzt noch traumhaftes Wetter. Also ich werde definitiv im Ländle bleiben und werde da mit meinem Sohn und meinem Ehemann einfach ein paar schöne Tage eben auf einer Alp oder am See verbringen. Ich wollte gerade fragen, gibt es einen Lieblingsplatz zum Abschluss? Alpe Garnica. Also da bin ich relativ oft, das ist so ein Kraftplatz für mich. Genau, da kann man schön reinspazieren, es geht auch mit Kind ganz gut und schön grillen am Bach und das ist ein irres Panorama und da fühle ich mich wohl. Ja, dann bedanke ich mich für den Einblick und wünsche natürlich dir und der Familie einen schönen Sommer. Danke, ebenso. Vielen Dank.